Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht's mit Blood Bowl 3 und es geht weiter mit der League of Cakes der Season 2. Und ja, wir haben den ersten Spieltag tatsächlich abgeschlossen. Es gab ein paar lustige und ein paar auch sehr interessante Spiele. Darauf gehe ich ein andermal nochmal drauf ein. Nicht jetzt, denn jetzt steht das nächste Spiel an. Spieltag 2 habe ich vom Spiel gesagt bekommen, einfach kann jeder. Jetzt kommt Zuaron mit seinem Krebsgeschwader und Nörgel. Ich grüße dich, guten Abend Zuaron. Grüße, Bandcake. Ja, wie soll ich Ihnen sagen? Ich bin etwas aufgeregt heute, Suaron. Weil ich habe so das letzte Mal, als ich gegen dich mal gespielt hatte und nicht gewusst habe, wen ich da vor meiner Nase habe, versehentlich, und das sage ich mal ausdrücklich, ein 2:2 mit meinen Skaven gespielt, erinnere ich mich noch zumindest. Ja, und da hatte ich wochenlang, konnte ich nicht schlafen. Also, wie gesagt, da habe ich damit gekämpft. Musste zum Psychiater und. Aber jetzt habe ich ja halt die Chance, das wieder heimzuzahlen. Also, das. Das klingt super beruhigend für mich insgesamt. Die Rache wird dein sein. Naja, gut, Spaß war ein Spaßspiel von mir und ich hatte auch von nichts eine Ahnung. Ja, also ich habe mir mal vom amtierenden Meister sagen lassen, niemand weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Also von daher bin ich da noch beruhigt. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen wenig Ahnung. Also von daher gucken wir mal, ob ich was gelernt habe aus meinen letzten Malen. Ja, okay. Ja, dann. Es ist ein Schachspiel mit Würfeln, ne? Also wie gesagt, du hast Taktikmöglichkeiten, aber zum Schluss könnt ihr die Würfel alles über den Haufen schmeißen. Das ist korrekt, das habe ich im Spiel gegen Ikchuri. Sehr stark war das auch ein bisschen zu spüren. Ein sehr sympathischer Gegenspieler, wie ich persönlich finde. Aber es hätte auch durchaus am Ende 3-1 stehen können. Nicht, weil ich so toll bin, aber da hatten wir halt beide dieses unendliche Glück, dass wir halt eben diesen einen Test nicht bestanden haben. Völlig zum Haare raufen, aber so ist es halt einfach. Da war halt auf die 2 eben jeweils die 1 und dann blieb es halt beim 2-0. Ich hätte dem Ikchuri den Touchdown sehr gegönnt, aus verschiedenen Gründen. Dein letztes Spiel, Suaron, das war ein 4:0 gegen Askir, habe ich mitbekommen. Das war auch unglaublich. Also, wie gesagt, auch vollkommen unverdient. Also, in der Höhe sowieso extrem. Also, ich glaube, ich habe mit Nurgle am Anfang noch nie überhaupt so viel Touchdowns gemacht. Und ja, die Würfe waren definitiv gegen Askir. Und egal, was ich auch gemacht habe, alles hat geklappt. Also, das waren so Spiele, wo ich dann eher die Panik habe, dass beim nächsten genau andersrum läuft. Ja, irgendwie wegen der Statistik und sowas. Genau, irgendwas war da. Ich weiß. Oh, ich sehe, du hast mir schon eine Einladung geschickt. Oh. Nehme ich die jetzt an? Ja, ich muss. Ich bin soweit. Ich würde sagen, ich bin soweit. Also, Lokini Cakers gegen Skrebsgeschwader. Your opponent is ready to play the match. Ja, aber ich doch nicht. Ja, refuse, nein, ich accepte. Viel Spaß, Suaron. Ja, das wünsche ich dir auch, danke. Ich lasse das Video kurz triggern. Nicht wundern, warum das alles so lang dauert. Find dein Team cool designt. Die Namen sind einfach Premium. Ja, ich bin selber Krebspatient, also da darf ich dann auch mal solche Namen verwenden und alles. Ist okay, verstehe ich, oh je. Ja. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ja eben. Ja, gegen dich, Suaron. Ich habe mir mal sagen lassen, dass du auch mal in der DBBL versehentlich mal Meister geworden bist und so Zeug, ne? Ja, vollkommen unverdient natürlich, logischerweise. Klar. Und aber dann die Würfel haben so entschieden. Ich bin ja absoluter Chaos-Spieler. Also auch bei Tabletop, GTB Köln und so wird eigentlich immer Chaos gespielt. War früher mal über, jetzt mittlerweile ja, ist es ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber wie gesagt, ich bin von Leib und Seele, auch Warhammer 40k, immer Chaos. Ja, so muss es sein. An Chaos geht bei dir kein Weg vorbei, so einfach kann man das sagen. Ne? Genau, so sieht's aus. So sieht's aus, das ist auch ein Traum mit Schaum. Oh, tatsächlich 50.000 noch in meinem Kästchen. Dann gibt es dann so Bloodweiser-Keks. Ich glaube, das ist so irgendwie das Bloodweiser-Babe aus dem Zweier, vermute ich mal. Die nehme ich mir jetzt einfach noch mit. Genau, die Fässer. Und dann hast du jetzt auch unten hier mit Zeitarbeiter-Cheerleaders, kannst du sogar was für 20.000 kaufen. Das ist in der neuen Version mal ein bisschen was dazugekommen, dass man auch ein bisschen kleinere Beträge nutzen kann. Ja, das ist richtig. Zeitarbeits- und Leiharbeiter haben wir hier sehr viele. Genau, also die sind auch hier mit implementiert worden. Ja. Oh nee, ich habe gehofft, dass du diese Entscheidung fällen darfst. Irgendwas stimmt auch mit meinen Grafikeinstellungen nicht, sehe ich gerade, aber da kümmere ich mich jetzt gleich drum, wenn du einen Ball hast.
Ich sag mal, nimm du ihn. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, gut. Genau so in der Richtung ist es. Oh Gott, ich kann die Steuerung nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Tja, wen stellen wir denn da an die Linie? Wer hat denn Lust heute? Wer hat von euch Lust, sich in der Linie verdreschen zu lassen? Freiwillige vor. Denk dran, ich mach's nicht schnell und schmerzlos. Mein Teamname ist da ein ganz anderes Programm gewöhnt. Ja, ich hab so eine gewisse Befürchtung, dass Dinge in eine gewisse Richtung laufen könnten, rein theoretisch, Ja. die mir nicht so gut gefallen. Schauen wir mal. Ja, ich und meine Aufstellung, ne, die sind auch sehr randomisiert, würde ich sie jetzt mal eher beschreiben. Anstatt dass da eine wirklich gute Taktik oder Plan dahinter steckt. Ja, wir versuchen mal unser Bestes gegen dich. Ich wollte es dir, zumindest mal habe ich mir das vorgenommen, es dir so ein bisschen schwierig zu gestalten, so schwer ich das dir machen kann, aber naja, ich sehe schon Dinge auf mich zukommen. Das ist ein bisschen alternativ, was ich hier mache. Mich kriegt gerade die Grafikeinstellung ein, auf, das ist schon okay. Machen wir das so. Deine Ja. Dudes, die können 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja, nee, weiß ich nicht, schauen wir mal so. Komm, 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 komm. Ich habe es immerhin auch schon zu drei Level-Ups geschafft. Der einen Vestigo habe ich Surehands, also gegeben. Einer hat Block und einen Rotter habe ich einen Zufalls-Skill. Der hat natürlich Tackle bekommen. Genau das Richtige für deine Fänger. Ja, das hat mir nicht gefallen. Da, natürlich muss er dann auch immer dastehen, wo du gerade beabsichtigst durchzulaufen. Jetzt gucken wir mal. Ich beabsichtige gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt beabsichtige, ist, hier versuchen, nicht einen Touchdown zu bekommen von dir. Das beabsichtige. Durchlaufen? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Herpes persönlich finde ich übrigens sehr, sehr, sehr freundlich, diesen Ja, Namen. da, Du, ja. ja, wenn man da an die Kontaktzone kommt, weiß man, was einem blüht. Blüht, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Dafür ist Nörgel da, es ist blühende Leben. Ja. So sieht es blühende Landschaften, aber ich meine, steht auch nie Prospekt dran, ne? So muss es sein. Ja, ist schön. So. Abwechslungsreich vor allen Dingen auch. Genau. Ich So. darf kicken, ich darf kicken. Juhu! So, wen haben wir denn da hinten stehen? Aha, du willst das also so machen, ja? So willst du also dieses Spiel gegen mich anstehen. Das ist der Astrozytom. Ich meine einer deiner Touchdown-Dudes. Ja, genau. Der hat, glaube ich, so Astrozytom nach heißt zwei es, schon glaube ich. gemacht. Also, ja. Was? Removed a place in a different locations following the usual setup rules. Aha. Achso, ich darf jetzt noch 6 Stück spielen oder bewegen oder was? Frei bewegen, genau. Du kannst das jetzt verändern. Und wie weit darf ich den bewegen? Scheißegal, wie weit oder was? Nee, du musst jetzt erstmal sechs Spieler anwählen, insgesamt. Wenn ich möchte, Sobald du ja. die. Ja, Ja. wen du möchtest, und die kannst du dann frei mit an die Linie. Also du musst natürlich aufpassen, du darfst nur zwei an den Rändern. Aber ansonsten kannst du direkt die ganze Frontlinie durchzuballern. Könnte ich ja. Ja. Und musst dadurch dann auch aufpassen, weil nur die du ausgewählt hast. Genau, ich danke dir für deine Hilfe. Es wird nichts viel Verrücktes passieren bei dieser Aufstellung, aber ein bisschen verrückt bin ich schon. Von daher müssen wir da einfach durch mit mir. So, dann gucken wir mal, ob wir das noch so machen. Das ist nicht gut, aber ich möchte das so machen. So, jetzt darfst du aber. Genau, da ist er. Skattert nicht so schlecht. Skattert nicht so schlecht. Genau, so, dann machen wir das durch. Ah, was machen wir zuerst? Oh, das fängt freundlich an, finde ich. Ein bloater Genau. Push, das ist erstmal nett an der Linie entlang. Da will mal jeden abklatschen von deinen Spielern. Guck mal, das steht auch glatt der. Ah, der hat schon Block, ja. Ja, Fänger. Kann man ja Ja, mal kurz anklopfen. der hat nicht so wirklich Bock, deswegen hat er gemeint, er muss sich auf die Flanke stellen. Den. Haut ja einfach Marcello hier.
Oh nein, Enrico Espresso, genug Kaffee getrunken? Ah, jetzt bist du aber wach, oder? Jetzt gab es mal einen kleinen Ordnungsgang, oder? Morbus hier gleich so aggressiv, weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Ah, du hast dann, ja, Journeyman, habe ich nicht drauf, bin ich nicht drauf eingegangen. Ja. Also jetzt wirklich. Der arme Carlos. Ach, Herpes, so hübsch. Ja. Ach, jetzt komm schon. Den muss. Oh! Beinahe hätte er ihn gehabt. Ja, hat versucht, der Wille war da, also. Das muss man ihm schon lassen. Das kann man ihm jetzt nicht. Da kann man jetzt nicht sagen, oh je. So also sieht diese Geschichte hier mit dir aus. So also möchtest du das machen. Die abstoßenden vorn und die hübscheren dahinter bei mir. Wobei hübsch eher im Auge des Betrachters liegt, ja. Wollte ich jetzt so nicht sagen. Wollte ich jetzt so nicht sagen. Ja, das können wir gleich machen. Und mal gucken, ob ich heute schon was gelernt habe oder nicht. Also lernen tue ich grundsätzlich gar nichts. So. Ich spiele das Spiel einfach irgendwie. Mal gucken. Müssen wir erstmal den da hier hauen. Das finde ich schon mal ganz gut, dass das jetzt so passiert ist, wie das passiert ist. Und bin ich jetzt so verrückt und mache das, was ich jetzt schon machen könnte, wollte? Ja, ich habe den Luxus, dass ich das machen kann. Naffel, du bist heute aber auch echt nett. Du bist halt Vier echt. Plus. Da geht noch was. Da geht noch was, ja. Da geht definitiv noch was. Jetzt gucken wir mal, wie verrückt ich heute wirklich bin. Nicht, dass ich komische Dinge machen würde, während ich Blood Bowl spiele, auf keinen Fall. Komisch ist ja kein Problem. Du musst es nur als Strategie verkaufen. Dann ist alles wunderbar. Du musst immer sagen, das wolltest du so. Das wollte ich so, ja, genau. So, du kannst es jetzt machen. Ich verzähle mich doch noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6. Ja, ich habe mich nicht verzählt. Ja, go. Was soll da schon schief gehen? Och, du bist doof. Ja, das ist doof. Schade. Dann sind wir doof. Och, Menno, ich wollte so eine schöne Aktion, eine lustige bringen. Och, Spiel. Dir brauch's nicht sagen. Also, ich hatte jetzt mal Lust, dich vor einen Halbling zu werfen. Ja, die halt, dafür sind die da. Das haben die Ganz noch gar, richtig. das haben die noch nicht gemacht, weißt du? Das sind beste Freunde, Giovanni und Pino, ja? Und die haben sich jetzt vorher so ein bisschen trainiert und geübt, ne? Wir hatten das nochmal im Training eigentlich gut besprochen und jetzt sowas. Ach, das ist immer Theorie und Praxis, ne? Ja, im Spiel war jetzt Smuffensausen da. Muss ich mir das Roleplay verzeihen, Suaron? Alles gut. Was machen wir denn jetzt? Touchdown. Kriegt er jetzt den Ball aufgehoben oder nicht? Man Ja, kennt also das ja, seine ne? Handbewegung war so, ich weiß nicht. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Mal Nee, klappt's, mal klappt's. Nicht so hat's ausgesehen. Komm, sie, komm, sie. dann gehen wir lieber mal auf Nummer sicher. Auf keinen Fall. Guck mal, ich hab's ja auch, ne? Ich hab's ja auch mit so einem Halblingwurf versucht. Ah, nein, das ist jetzt aber nicht nett. Ah, Na, nichts 8. passiert. Ja, ist okay. Ah. Ja, War nur ein Pa. kleines Anklopfen. Ja, Paolo, der, ne? Also es hat ihm jetzt auch gereicht irgendwie, muss man auch mal sagen. Zweimal von so einem Bloder gekuschelt zu werden, ne? Es ist schon unangenehm. Weil hier weit weg ist er nicht gekommen. Naja. Was macht man da? Machen wir mal. Moinsen. Oh. Ich habe gerade seinen Bauarbeiterausschnitt gesehen beim Rennen. Ja, die zeigen die Schönheiten frei und Ich finde es ist das konsequent, was du jetzt hier machst.
So, jetzt müssen wir erstmal hier. Ja. Und tut er auch. Macht er auch. Das ist toll. Kann er. So, oder dann? Hat er plötzlich Bock bekommen? Wortspiel, Bock, verstehst du? Egal. Na, na. Es ist alles Schnecke. Oh. Die schwabbelt sich mir aber da ein bisschen zu sehr ran. Aber die will nur spielen. Das vom sagen viele. Das sagen Guck mal. viele. Dann. Der Fänger, den machen wir mal hier. Ja, das war richtig. Leider Gottes. Aber was erwarte ich auch von Suaron? Dass er da steht und nichts macht? Eher nicht. Was können wir denn da machen am besten? Aufgeben? Ja, nicht direkt, ne? Na, aufgeben ist keine Option. Auf keinen Fall. Das würde ich auch sagen. Auch wenn der Ogre schon ein bisschen Arbeitsverweigerung, also. Ja, gut, aber damit musst du halt einfach rechnen. Erster Wurf nur eins zu würfeln, das ist eigentlich, das gehört sich so. Ja, Weil die ist jetzt weg und wird nie wieder eine kommen. Was denn? Möglich. Ja, wäre schon wichtig, wäre witzig und wi wichtig gewesen. Beides gleichsam. Wenn ich das mache, ja, hast du gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Das war richtig und wichtig. Okay. Na, ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles so nicht so ganz. Was muss der Mann auch so gut verteidigen? Ich greife an. Nee. Ja, dein Ballträger aus dem Überstellungsspiel verteidigen. So rum habe ich gemeint. Nicht, ja, egal. Versucht sich der Benkei rauszureden. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich was wie rum mache. Ich stehe halt, so wie ich stehe, ne? Ja, ist ja auch klar. Die Schnecke, die schnappt mich auf jeden Fall, wenn ich da versuche, von ihr wegzukommen. Ja, die ist ja emotional, die klammert ein bisschen da. Ich kann das aber auch irgendwo bis zum gewissen Punkt auch verstehen, dass man da manchmal einfach sagt, wenn der schon so nah an mir dran ist, ne, dann will ich auch was davon haben und Ja. so. Genau, du wolltest die Beziehung mit mir eingehen, jetzt musst du da bleiben. Das ist Oh, fertig. danke, Spiel. Akzeptiere ich nicht, weil dann verletzt er sich schwer. Auch Okay. der Bauch hat schön nachgeschwappelt. Das ist gut gemacht. Das kann manchmal so passieren, ja. Ein bisschen bäh, aber kann passieren. Hallo, das ist nur Energiespeicher. Das sagt auch heute jeder, du sollst Energie speichern. Und die haben jede Menge Energie gespeichert. Das ist mir ein bisschen jetzt zu viel, das habe ich jetzt nicht verstanden. Tu der Und mal da ein jetzt bisschen oben. weh, bitte. Das wäre ganz nett. Ja, so mag ich das. Und dann, ja, bitte so, ja. Und bleib einfach, ja? Das ist gut so, ja. Nein! Und verletzt. Ich fasse es nicht. Giovanni, das sind die Dinge, die ich im Training mit dir besprochen habe. Immer Und schön. Regeneration klappt nicht. Damit ist er schon mal raus. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid. Nein, nicht. Hallo. Das tut mir ein Das. bisschen leid. Aber nur verletzt. Okay, kann ich im nächsten Spiel muss es sich an dem nächsten Gegner rächen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich und die Schnecke da so weghauen. Was ist denn da passiert gerade? So, apropos weghauen. Tschüss. So, Fabio. Molto bene. Grazie mille, du bist. Oh, der eine Skull war ein bisschen bitter, aber damit muss man halt auch rechnen in der Runde. Aber den Reroll dann doch super eingesetzt, wenn es klappt. Wenn es klappt, genau. Wenn es klappt. Aber mit einem Blocker gegen einen ohne Block. Du kennst die Wahrscheinlichkeiten Muss besser man, als ich. Ja. ja. Also, wenn er sich dann da schwer verletzt und ich einen meiner Blitzer im Spiel gegen dich verliere, wird es schon schwieriger. Besonders wenn ich dann meinen Drive irgendwann mal vielleicht bekomme. Meiner Meinung nach. Aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel.
Könnt gar nicht glauben, also ich will jetzt den Zuhörer auch nicht von seinem Zug ablenken, ich könnte gar nicht glauben, wie lange ich diesem Spiel entgegenfiebere. Ich weiß nicht, wie der Chinefix ausgerastet ist damals, so, wie kann das sein und er ist doch ganz neu und dann Zuhörer in 2 zu 2 und bla und der hat schon die schlimmsten Intrigen gesponnen. Oh, nicht Pino, also Pino nämlich persönlich. Au! Armes Kerlchen. Mensch, der ist so viel kleiner als du. Ja, das umso leichter. Kann man da mal drauf hauen. Das wollte Pino. Oh, da ist aber jetzt aber. Wow, Blitzgeschwindigkeit. Warp 3 Ja. hier. Moinsen. Ich finde es, der kommt mir irgendwie zu nah an meine Linie darunter. Das ist irgendwie. Ja, da ist das, was ich nicht wollte, aber riskiert habe. Aua! Oh, jetzt hättest du laut rufen können, Rache ist Blutwurst. Aber er hat sich nur in Anführungszeichen hingelegt. Alter, was können die für Kicks, Alter? Mein lieber Mann. Jetzt sind sie wieder dran, die Lokini-Kakers. Okay. Now we are talking. Brutale Spieler. Ja, die haben schon bei den Elfen so ein bisschen was angedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen Ikchuri, das war so ein bisschen krank, was sie da gemacht haben. Ja, Menschen sind auch so eine Wunderkiste, ne? Die können performen, dass du nicht mehr aus dem Staunen rauskommst und dann hast du wieder Tage. Wo du einfach nur schreist. Ja. Wie das da zum Beispiel. Und ich weiß nicht mal, also das ist doch gemein, Ja, oder? ja, ja. Mein Gott, die SPP wären es halt gewesen, ne, für dich. Wäre halt nicht schlecht, ne? Aber gut, mein Gott, dann verliere ich halt einen meiner Blitzer, indem ich wegdodge. Ne? Auch das ist Blood Ja, Bowl. genau. Da muss man mit leben. Ich vergesse nicht, wo ich meinen ersten Dodge gemacht habe, der wichtig war mit einem Dunkelelf-Mannschaft und wie ich dann noch gespielt habe, Katastrophe. Und der ist einfach gestorben. Der ist einfach gestorben. Beim Weglaufen. Ja, da stehst du da, Mund offen und wie jetzt? Warum? Es ist doch ein Elf? Ja. Also dachte ich zumindest. Ja, Elfen werden auch vollkommen überbewertet. Oh. Ja, guck mal an hier, ne? Der hält viel mehr aus als Der der hält, Blöde. der ist trainiert, Ja. ja. Eine Schnecke draußen, ein Blitzer draußen. Und ich lasse meine beiden besten Freunde hier verdreschen. Hohes Risiko da an der Linie.
Aber irgendwann muss man ja einen Kampf suchen, aber doch nicht so. Aua. Ach ja. Da ist die 6 gefallen. Und? Ich guck nicht hin. Vielleicht ist es da nicht so schlimm. Oh. So, jetzt müssen wir eigentlich mal. Einen Touchdown machen. Na, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da hat einer Bock plötzlich. Was denn jetzt so? Wenn ich dir helfen kann, sagst du. Ja, nö, geht. Alles gut. Ja, du musst das Foul vorher ansagen und dann Ja, musst du ja. draufklicken. Das ist ein bisschen verwirrend gemacht, finde ich persönlich. Also vom Spiel her, nicht von der Spielregel her, meine ich. Okay, passt. Ich hatte lange Probleme mit dem Freiblitzen. Ich dachte, dass es ein Bug ist und dass es bei mir nicht geht, bis mir das dann mir erklärt worden ist, weißt du? Ich hatte letztens aber auch, wo ich erstmal gezogen habe, dann wollte ich blitzen und dann ging es nie. Und ich habe definitiv, also jetzt hier im ersten Spiel, und ging auch definitiv nicht. Weil, ne, ich konnte die Eins nicht mehr anwählen, habe aber in dem Zug auch nicht geblitzt. Das ist mir halt schon zwei oder dreimal passiert. Und war aber auch nie wieder reproduzierbar. Irgendwie ganz komisch. Ja, es gibt Dinge, die muss man nicht nachvollziehen können, finde ich persönlich. Ja, aber Also. zumindest wäre ja eine ne Fehleranalyse ganz gut, wenn du, was weiß ich, erstmal einen Pass oder erstmal aufheben und dann geht's nicht, kannst du ja zumindest dann sagen, okay, das liegt da und da dran. Aber ich wüsste halt nicht, wie, warum, weshalb. Und das hatten dann halt für mich dann Gründe, da halt noch in keiner Liga erstmal zu spielen, sondern nur halt hier so ein bisschen Test, just for fun. Auf jeden Fall, dafür ist ja auch die so ein bisschen da. Ich finde es halt ein bisschen interessanter, insgesamt eine Liga zu spielen, als irgend so einen anderen Käse, in Anführungszeichen. Ja, wie Open Letter, wo sie alle halt Rage quitten und so ein Zeug. Ja, das macht halt überhaupt keinen Spaß. Die Team Values halt einfach Kilometer voneinander entfernt sind. Und hier habe ich doch ein paar sehr, sehr coole Leute kennengelernt, wo es einfach Spaß macht, auch zu spielen. Ganz deutlich gesagt. Und entsprechend dessen. War das insgesamt eine gute Entscheidung, das dann doch zu machen, die Liga, ja. Ich kann ja nichts sanktionieren, ich kann ja überhaupt nichts machen irgendwie auf irgendeine Art und Weise, dass man sagen könnte, okay, ich will jetzt das oder das jetzt mit dem Spiel erreichen. Oder ich muss jetzt einen Spieler sanktionieren oder ich muss irgendwelche Sachen vorschreiben. Das kann ich alles nicht. Es könnte ja ein Spieler herkommen und sagen so, ey, nee, du, ich habe voll keinen Bock auf das Spiel. Ich finde euch alle doof, ich spiele jetzt nicht mehr weiter. Und dann kann ich nichts tun als Liga-Admin, ja. Ich muss mir einfach diese Chance dann anschauen und damit leben. Weißt du, ich meine? Und das ist halt natürlich Richtig, ein bisschen halt, yo. Deswegen, ja, egal, ich bin aber ganz froh, dass ich hier auf Leute gestoßen bin, die halt echt schon Bock haben und auch richtig mitziehen. Und dann macht das Ganze auch wirklich Spaß, ne? Also finde ich persönlich zumindest. auf jeden Fall. Und was halt ich halt wichtig finde, ist halt auch persönlich im Discord dann zu sein, weil nur chatten ist immer ein bisschen sehr unpersönlich. Da gebe ich dir recht. Also hatte ich ja auch reingeschrieben in die Regeln. Also man sollte schon, also ich kann nicht erwarten, dass man, ne? Also man wird mal krank, man hat mal Urlaub, mal kommt irgendwas dazwischen, das kann schon passieren. Aber dass mal dieser Grundaustausch da ist oder dass man sich auch mal vielleicht hört und nicht einfach stumm schaltet oder sowas, finde ich auch nicht so verkehrt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Suaron oder wer auch immer, liebes Publikum, sagen würde, nee, du bitte, ich möchte das jetzt nicht, dass du das live machst auf Twitch, dann nicht. Aber alle wissen, wer hier mitmacht, dass es auf jeden Fall in YouTube kommt. Also das ist gar keine Frage. Ne? Das war Aber der fällt, dann war's egal. Wie viel haben wir denn noch? Was erstmal tun? 5, ja. Ja, ich muss irgendwie ein bisschen was tun. Ne? Also wenn ich dir zu viel Freiraum gebe für einen Touchdown. Ist meine Meinung jetzt, das sage ich jetzt mal ganz offen hier an der Stelle. Ne? Bisschen Aktivität muss ich zeigen. Na doch nicht schon wieder gegen meinen armen Ogre.
Ja, das ist richtig. Und runter mit ihm vom Platz. Ja, Was? Das Doppel war gar 1. nichts. Nein, nein, nein. Doch, doch, das habe ich klar gesehen. Was ist denn das für eine Pfeife, diese Pfeife? Die kennen sich doch untereinander, die zwei. Ach, sowas hier. Oh, es war zufällig eine 6 gewürfelt. Das heißt, ich habe mit dem Schiedsrichter mal kurz zugezwinkert und er hat gesagt, ah ja, hast recht, war nix. Alles gut. Gibt nichts Heißeres als dein Rotter hier. Na, ah, jetzt sitzt aber lang. Jetzt mach ich mir es aber langsam schwer. Jetzt fängt es aber an, nicht mehr so schön zu sein, wie es vorhin war. Noch vorhin hat es noch Spaß gemacht mit dir und jetzt wird es so langsam nicht mehr so. Ja, das ist wie halt, ne? Also am Anfang hat man die rosa-rote Brille auf und dann in der Beziehung und nach 2 Jahren merkst du dann auf einmal, wen du dir da reingeholt hast, ja. Ja. So ungefähr fühlt sich das gerade an, ja. Tja, tja, tja. Egal, wie ich es jetzt mache, ich mache es immer verkehrt. Können wir uns da noch irgendwie. Boah, ist das beschissen. Wegdeutschen. Erfahrungsgemäß machst du das sehr gut. Hust, hust. Ja, ja. Ja, schon verstanden, schon verstanden, schon angekommen. Völlig richtige Analyse von dir, gar keine Frage. Die Frage ist, oder die Frage, die ich mir stelle, ist, was will ich? Ah, du darfst noch ein Yard kommen. Will jetzt gar nicht so sein. Ich will gar nicht so sein. Da hatte ich ein bisschen mehr von dir erwartet, Dude. Ja, nix Espresso, ja, sondern Slow Motion. Ja, mehr Slow Motion manchmal. Manchmal passieren solche Dinge. Mache ich das oder mache ich das jetzt nicht? Ah, es ist so riskant. Habe ich ihn lieber hinter der Linie oder? Ah, ich bin zu feige gegen dich, Suaron. Ich bin einfach zu feige, ich gebe es zu. Ich mach's nicht. Was? Das geht nicht. Also im Blattbull muss man immer da Habe ich früher jeder sehr, sehr exorbitant ausprobiert, ja. immer aufs Ganze und noch Schlimmeres. Also so, was machen wir denn? Ach, der Fänger hat ja auch schon Blocken bei dir. Das geht ja gar nicht. Ja. Der Fänger hat bei mir Blocken, ja. Und steht da einladend. Mal gucken, was der jetzt macht. Ach, der ist. Ja. Ein Push-Pow heißt es offiziell, ja. Das ist ja okay. Nee, finde ich nicht. Also eigentlich, ne? Dieses Rumgeschubse von meinen Spielern finde ich in Ordnung. Ach ja. Ich finde, da muss man schon ein bisschen flexibel sein, ne? Also da darfst du es jetzt mal nicht so haben, ne? 1, 2, 3, 4, An der Stelle muss 4. ich ergänzen, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Spiel funktioniert, wie man das richtig macht, dann hört ihr bitte dem Zuhörern zu. Warte, Und an allen warte. anderen Fällen einfach bei mir zu Nee. gucken. Das, wisst ihr, was das Gegenteil ist? Wie man es nicht spielen sollte, Blood Bowl. Es ist ein absolutes Topspiel. Der erste gegen einen der beiden zweiten diesmal. In der League of Cakes. Echte Kaliber haben wir da drin. Der aktuelle deutsche Meister Chinifix ist da mit dabei. Zum Beispiel. Lehman X Russ. Kralli. Viele, viele andere. Moppetupe. Viele, viele andere interessante Charaktere. Ja, natürlich. Nee, 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 nee. Da möchte ich nicht hin. Alles gut. Nee, nee. Bernardo möchte da nicht sein. Das hat er nicht so gemeint. Verstehst du? Das war eigentlich ein Scherz von ihm. Scheiße. Ja, ich muss irgendwas machen, um diesen Touchdown zu verhindern. Aber ich habe nicht enough Punch.
Hätte mit Freunden dieser Halblingenwurf geklappt, hätte, hätte Fahrradkette, aber da kommt die Eins. Jetzt hör doch auf, den durch die Gegend zu schieben. Hat ihn lieb. Guck mal, die wollen ein bisschen in stille Örtchen weiter hintergehen. Das ist doch schön. Von mir aus, ist okay. Bring ihn hinter die Linie, hast du dir gesagt. Damit du den Ballträger angreifen kannst, hast du dir gesagt. Okay, jetzt wird's gleich entscheidend wichtig, würde ich behaupten. Ja, jetzt sollte man langsam ernst werden. Aber wenn das schief geht, dann ist der andere hier. Die Von Zuschauer dannen. warten schon auf den Fänger. Die werden ihn ganz liebevoll umarmen am Rand. Ich weiß, liebevoll vor allen Dingen. Es wird ein sehr intensives Gespräch. Ja, Diskussionen müssen geführt werden. Ob nur mit Füßen oder, ja, das ist, liegt jedem in seiner Sache. Da hast du recht. Na komm, ich bin verrückt. Sag ich doch. Klappt. Guck einer an. Ja, ein bisschen was muss ich riskieren. Stellt das sich doch nicht dahin jetzt, oder? Doch, der stellt sich dahin. Der stellt sich dahin. Das war klar, das war alles klar. Bist du selbst schuld, Pancake? Bist du selbst schuld? Ein Reroll haben wir für die Halbzeit noch, ne? Einen haben wir noch. Aber nur noch einen. Aber nur noch einen. Wollen wir das so dumm spielen, ja? Da hättest du sogar mit dem unteren Blitzer blitzen können, mein Ballträger. Mit dem Bondice. Na toll. Ja, richtig. Hätte ich. Könntest du vielleicht mal den W machen? Wie? Was wie? Na, 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 na. Wie unverschämt. Fünf, fünf. Ja, der kann's. Bernardo ist einer, der es kann. Das ist halt das. Der Der ist be Reroll schon weg. Das ist. Ja, aber komm, was soll ich noch zwei Ja, Runden, natürlich. die ich noch vielleicht habe, machen? Großartig. Auf der anderen Seite, ne? Weißt du, was ich meine? Genau. Mich verklicken zum Beispiel, wie das gerade eben, wenn ich einen Herzinfarkt krieg. Pino, du wirst doch jetzt hier nicht anfangen zu kämpfen. Pino? Pino, Oh. das haben wir im Training so nicht besprochen. Heieieiei. Mensch, Pino, du bist kein geborener Kämpfer. Weißt du was, warum Pino das gemacht hat? Weil der mag. Er wollte sich beweisen jetzt. Nein, er mag das nicht, wenn Giovanni gefoult wird. Da war er jetzt richtig angepisst. Das ist ein kleiner Giftzwerg, der Halbling da. Ja, so sind sie. Ja, je kleiner, umso giftiger. Das. Also die spielen eine ganz besondere Rolle in meiner Mannschaft. Die sind für den Chaos-Faktor zuständig, die zwei. Ich weiß nicht. Wir haben sie eingestellt und ja. Oh. Macht man nicht. Macht er doch. Gute Nacht. Oh Gut. Von dem Regen in die Traufe. Jetzt die Frage der Fragen. Schafft er dann den 3 plus Ausweichwurf, ja oder nein? Ich wollte schon fragen, ob man nicht zum Tischtennis spielen zwei Schläger braucht. Pinky und the Brain, welche Rolle hier auf dem Brett einnimmt, dürft ihr euch selbst drüber nachdenken. Ja. Hey,
Noch kein Touchdown. Runde 7. Juhu. Bekommen meine ich natürlich. Beeindruckend und jetzt mal Spaß weg, ist natürlich hier das richtig zu sehen und zu machen und auch mein Ogre eine längere Zeit aus dem Spiel rauszunehmen, auf die Art und Weise, wie Suaron es gemacht hat. Das ist nämlich natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn ich den in die Kampfzone bringe. Nicht so bescheuert macht wie vorhin, naja, bescheuert nicht. Gibt es Gründe für und dagegen. So spielt man Blood Bowl, Leute. Als feste Truff. Eigentlich ganz einfach. Jetzt ist wieder das Spielfeld, dreht sich wieder alleine. Das ist nicht schön. Ne, die Kamera, ne? Ja. Wenn man da ein bisschen klickt und dann geht's mal ganz schnell. Da kommt der Blitz. Da kommt der Push nach vorne. Clever. Das ist unfreundlich, finde ich. Ach so, ja. Naja. Das hast du spät gesagt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber. Ich finde es so geil, wie die treten. Das ist so mega geil. Au. Jetzt wird es aber langsam unschön. Kommt ein bisschen spät, aber kommt. Wie macht man das jetzt? Einfach durchlaufen, Touchdown machen. Naja, genau. Nicht? Okay, dann nicht. Ja, wo denn? Da steht noch einer von dir. Ich weiß noch. Noch. So langsam gehen sie ihm aus. So Optionen. Ja, das schafft er eh nicht. Steht er wahrscheinlich hier rundstum rum. Nö, da jetzt hat er Bock oder was? Nachdem er das mit Pino gesehen hat. Ich sag doch, die zwei Best Friends forever. So, wie kriegen wir die Kiste rein theoretisch noch verhindert? Eine Runde hast du noch. Dinge sind möglich. Was nicht passieren darf, aber es wird passieren. Ja, es ist, ja, der fliegt definitiv aufs Maul. Also, komm. So. Verzichten auf den Blitz in der Runde. Aber er schaufelt sich den Platz ja so oder so frei. Er schaufelt sich den Platz frei, ob ich will oder nicht. Nee, das will ich nicht, dann bleibt der lieber liegen. Den würde ich eigentlich am liebsten auch rausretten, aber du könntest auch natürlich, wenn du das machst, dahin und dann dorthin. Oh, alles, was ich tue, ist falsch. Dann habe ich noch 17 Sekunden, ne? Muss ich es einsehen, dass ich ihn nicht mehr verhindern kann, den Touchdown? Er läuft, okay. Ja, ich muss es einsehen. Du bist. Schwer machen, ja. Verhindern, ja. Klar, das musste jetzt passieren, logisch. Ja, Free Dice ist ja da. Ja, ja. Ich hatte überlegt, mit 50% noch wegzudodgen, aber. Jo. Ich habe mich für das Ich bleibe stehen entschieden. Kannst ja hinterher mir sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Ah, nö. 1, 2, 3. Doch, doch. Also, kann ich lernen. Ja, haben wir denn noch ein Rückspiel? Ansonsten warte ich noch, bis der. Nee, wir haben kein Rückspiel. Wir haben 10, also 10 Spiele insgesamt. Nee, 11, Entschuldigung. Und dann habt die besten 4, ihr kommt ja dann nochmal, weil das von den Leuten so gewünscht worden ist, in die Finals. So wie beim Eishockey. Ja, genau. Hast du schon gedacht, den falschen ausgewählt zu haben? Ja, ich dachte, ich habe jetzt nicht den mit Blocken ausgewählt. So, jetzt muss der natürlich nochmal kurz ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja. Und dann sind wir auch schon. GZ. Danke. Na, dann hoffe ich mal auf gute K.O. bei dir.
Ja, Ja, mein Gott, ja, ich glaube, ich habe es jetzt dir so schwer gemacht, wie ich meine, dass es ging. mal Also, gucken, habe ich eigentlich schon was gespeichert hier? Nee. zwei Spieler weniger und ausgerechnet Pino bleibt liegen. Der wäre jetzt sehr wichtig gewesen in der Halbzeit. Der wichtigste Spieler, genau. Mit. Aber ich darf ja noch einmal versuchen, ihn aufzuwecken. Gut, dass ich dieses Fass genommen habe. Auf jeden Fall. Oh Gott, ein One-Turner? Nee. Ich kann das nicht. Fünfundvierzig Minuten und ich bin schon völlig durch mit der Welt. Das war jetzt wieder dieser Astro, ja? Dein Astro war das wieder. Schreiben wir mal kurz hier auf. Astro. Astro. Zytom. Was auch immer du bist. Klingt nicht gesund. Ja, definitiv auch nicht. Ja, wir müssen das jetzt auch nicht alles googeln oder so. Nee, nee. Nee, nee. Cool. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie das geht mit dem Speichern. Das funktioniert eh nicht. Sobald der nächste Spieler verletzt ist, ist deine Aufstellung Ach fehlerhaft, wenn du so. das nächste Mal machst. Okay. Ja, Du aber musst eigentlich da zumindest. oben auf das Speichersymbol klicken und dann geht das aber. Du hast aber die Formation nicht benannt und dann meistens ist es dann in-game so, dass es nicht kapiert, was du von ihm eigentlich wolltest. Ja, Also das, ja. zumindest war das für mich so. So können wir denn jetzt irgendwem da so von halbwegs Value noch ein bisschen wehtun? Wir müssen jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Es kann ja nicht sein, dass nur eine Schnecke hier rausgenommen worden ist. So nicht. So nicht. So haben wir da eigentlich gar nicht gewettet mit. Du Nur war der könnt. beste Casualty, was ging. Ja, ist schon krass. Also es war auch so ein bisschen von mir. Also ich hatte versucht, sie rauszunehmen. Das gehörte mit zu einem meiner Matchplan. Ja, also ich gebe mal jetzt so. Ich klinge jetzt mal so klugscheißerisch. Ja, war schon ein Matchplan von mir. Aber dass es dann halt mir gelingt, war ja schon also nicht so unbedingt so zu erwarten. Ne? Aber muss ich ja ein paar Sachen vorher Gedanken machen, würde ich mal behaupten. Sonst brauchst du das Spiel nicht spielen. Und da hat man aber gesehen, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich habe sie zu alleine vor dahin gestellt. Hätte zumindest noch so ein feuerndes Lineman, so ein Rotter mit daneben gemusst. Ja, also da muss ich zugeben, da habe ich gesagt, okay, die Chance musst du jetzt machen, auch wenn das vielleicht schief gehen kann, ja? Also es kann ja schief gehen und dann verliere ich meinen Spieler da, aber wenn ich es rausnehme, also damit habe ich ja, ne? Es gibt halt eine Wahrscheinlichkeit und da muss ich Ja. drauf. Ja, das ist, sorry, da muss ich drauf. Ja, natürlich. Das brilliant Coaching. Oh, jetzt hab ich noch einen dritten Rio. Na toll. Ja, gut, dass du so viele gebraucht hast. Brauche ich unbedingt, genau. Das ist eigentlich eher immer das Schwierige mit, dass du nur zwei Rerolls hast, keinen Blocker. Guck, hier habe ich schon wieder falschen Rotor vorne reingestellt. Du hast ja den einen mit Tackle reingestellt. Und den habe ich jetzt. Nein, du solltest ihn nicht K.O. hauen, Giovanni. Du solltest ihn nur umwerfen, damit ich ihn kaputt faulen kann. Mann, Ehe. Giovanni. Du bist ja gemein. Ja, Kaputt faul. das bin ich. Giovanni, das gibt eine Kugel Eis weniger. Ich habe hier so eine Eisliste, was er Achso. kriegt und wann er was abgezogen bekommt. Ja. Jetzt kriegt er eine Kugel abgezogen. Da muss er dann bald selber schon welche herstellen, wenn er. Der weiß nicht, wie das geht, kaufen oder herstellen. Der kann nur essen. Das ist auch gut, ja. Und das kann er Essen gut. ist. Essen kann toll sein, ja. Ja, Eis aus Tilea. Was Besseres gibt es nicht. Behaupten Leute. So, warum hast du den eigentlich. Das finde ich nicht nett. Du hast hier überhaupt keinen angeboten, wo ich jetzt so ein bisschen, ne? Na doch, hier die Dicken, da, guck mal. Ja, ich weiß, aber meistens läuft es dann voll schief und dann kriegen die meine Leute Angst und so ein Zeug, weißt Ach. du immer. Ich meine, wie gesagt, wenn man mich anguckt, dann kann man schon mal ein bisschen so in Schockstarre verfallen, das passiert. Die sollen ja auch nicht dich angucken, die sollen die Plotter angucken. Morbus zum Genau. Beispiel hier. Der Morbus da auf dieser eine Seite, da gefällt mir jetzt einfach. Aus irgendeinem Grund so. Und der kriegt jetzt mal hier, ne, drauf. Carlos. Ja, super, wow. Genau. Fantastisch. Du bist ein König, wirklich, Carlos. Hast du toll gemacht. Ganz toll. Achso, ich muss ja noch einen Pass werfen. Hilfe. Ganz vergessen. Upsa. Ja, machen wir hier hin. Und dann werfen wir da hin. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Schaffst du das? Ja, doch, doch. Alles ganz SPP for the gut. win.
Wow, hast du Die das, Profis, ja. hast das gesehen hier? War doch schön, oder? War Ohne richtig, Ende, also. war ohne Ende schön. So. Vor allen Dingen das Wetter ist sehr sonnig, sogar minus 1 und trotzdem geklappt. Ja. Es gibt Dinge. Nee. Obwohl, nee, komm. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. 1-0 zur Halbzeit für dich. Danke. So, okay, beide kommende Spieler. Pino! Der hat keinen Bock mehr. Ja. Ich glaube echt, das Spiel war zu viel für ihn. Komm. Irgendwo hört es dann auf. So. Die Ticken haben wir auch gar nicht. Gucke. Jetzt machen wir es mal ein bisschen breiter. 4, 5, 6. Ja, zumindest alles sehr übersichtlich. Braucht man nicht mehr so viel klicken, wenn weniger auf dem Feld sind. Richtig. War auch ein Service von mir. Ein kleiner, da wollte ich eigentlich nur sehr nett zu dir sein. Und so ein bisschen zuvorkommend spielen. Aber auch nur ein bisschen. Also nicht, dass du jetzt da denkst, ne? Ja, auf jeden Fall. Das würde mich hart treffen. Ja. Höflichkeit und Ehrlichkeit geht nicht miteinander. So. Nee, und in Bloodborne erst recht. Nee, hallo. Wollen Zum Sch Wir müssen, ja. Oder du musst. Ja. Du musst ja wir? mit. Du hast das so entschieden. Hättest du auch aufgeben können, ne? Aber. War keine Option. Und Turn 6 oder 7 Both Teams Receive, hat er uns gerade einen Zug weggenommen. Ja. Oh, na toll. Warum tust du das Spiel mit mir? Das ist nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Oh, aber der Ogre ist richtig gut drauf, ja. Ja, eigentlich ist er das ja auch. Wir haben das jetzt mit dem Eisenmann in der Kabine jetzt auch besprochen. Ich habe ihm das jetzt nochmal gesagt, ja. Was jetzt hier eigentlich erwartet wird von ihm und so, ne? Und das hat er direkt in seinem. Oh, aber er hat es nicht kapiert hier. Gut. Ja, wir haben ja mit dem Ogre gesprochen. Ah, der hatte länger gebraucht und da ist keine Zeit für die anderen geblieben. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, was willst du mit zwei Rerolls, wenn man auch nur einen haben kann, ne? Richtig. Das darf jetzt echt nicht wahr sein. Komm schon. Ach, ja, warum zwei, wenn man. Keinen haben kann. Ja. Direkt am Anfang. Aber nicht in Turn 8, weil du hast ja Glück, dass sie das abgezogen haben, ne? Also im Zug, sondern. Also nicht in Turn 9, sondern. Ja, Ist ja schon danke. Turn 10, also, ne? Danke. Das ist sehr freundlich von dir. Also. Ich habe das versucht jetzt so als aufbauend rüber zu kriegen, ne? Also Ist ja beinahe wunderbar gelungen. beinahe. Ist schon okay. Das kommt vor. Was soll ich machen? Nix. Nix mache ich Krass. da. Tja. Ja oder nein? Entscheide dich, Pancake. Ja oder nein? Ich sage ja. Du wirst nur schreien und den Kopf schütteln. Hundertprozentig. Weiß ja nicht, was du machst. Dinge, die man nicht tun sollte. Als Menschen hast du ja, wie gesagt, Passspiel. Der Werfer hat ja Pass auf 2 plus. Ja, hat er. Plus Passen als Fähigkeit. Ja, warum dann nicht nutzen? Ja, aber trotzdem gibt es Dinge, die man einfach bleiben lassen sollte. Du musst dann bloß auf deine Zeit unbedingt achten. Weil du hast einiges schon von deiner Bonus. Wow.
Lässt sich sehr sonnig, wohlgemerkt. So, Dann jetzt bitte haben wir ich. hier bei ihm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wann nochmal? 1, 2, 3, 4. Nee, so habe ich es mir im Kopf gesetzt. Du bist. Sehr sonnig, hast du gesagt. Entschuldigung. Ich sollte dir auch Ja. mal lernen zuzuhören in dem Spiel. Sehr sonnig heißt schon mal schlechter. Dann hast du noch den Nachteil, dass du in der Aura von Morbus standest. Also eigentlich fangen auch nochmal minus 1. Trotzdem hat es einfach Bernardo geschafft. Bernardo schafft Dinge zu nehmen wie eine Krake. Wenn ich den einen sicheren Pass spiele, ja? Wo man sagt, okay, das ist jetzt in der Zone, es steht niemand dran, dann fällt der Ball weg. Wenn du aber Bernardo, blöd wie du bist, erst in die Linie schickst und dann einen schwierigen Pass wirfst, dann nimmt er den aber göttlich. Bernardo ist so ein typischer Schönspieler, weißt? Die Herausforderung, genau. Ja. Einfach kann jeder. Ja, die leben einfach mein Motto. Ja, guck mal, hier einer zum Knuddeln. Hallo, Melanom. Callisto Calzone steht da und jetzt kriegt es ab. Carlos Cappuccino von Sepsis. Sepsis drauf. Autsch. Wieso hier, warum kommt da jetzt eigentlich kein Double Skull? Ich verstehe es nicht. Ich hatte nämlich zweimal die hintereinander. Hallo. Wow, 11 Schuhe oder was? Ja, da haben sie mal so richtig. So, dann machen wir natürlich hier. Oh, ja, jetzt hat sich wieder das Bild verschoben. Ja. Kein Stress, du hast doch mehr Ich als genug Zeit. hab auf einmal die Draufsicht von ganz oben, obwohl ich nicht groß was geklickt habe. So, wie macht man das jetzt? Bevor du hier auf dumme Gedanken kommst. Das ist bei mir auf jeden Fall relevant. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich meine, du hast ja noch alle Möglichkeiten. Alles, sagt er. Ich hätte alle Möglichkeiten, sagt er. Einfach so frei raus. Einfach so frei raus, sagt er das. Wie ein Profi. Naja. Guck dir das an. Level up, Gratulation. Ich danke dir. Ich habe aber eigentlich nichts gesagt, außer dem, was vom Eis erzählt. Nee, es kriegt er auf jeden Fall eine Bonusportion, oder? Also. Das gibt extra. Also er ist definitiv im Plus. Ich muss ja leider immer die Strichliste führen, was natürlich mich auch Zeit kostet. Schreibst du auch Casualty auf, oder? Nee. Nee, das ist eher Spaß. Ich Ach so. mache, wie gesagt, die Eisliste, ja, das geht, da geht's Ach so, einfach nur, ja. das ist einfach nur für mich. Das muss sein. Das kommt. Der ist gut. Könntet ihr vielleicht ein bisschen mehr euch bemühen? Ach ja. Also immer nur eins geil. Also da haben sie sich echt schon Mühe gegeben, muss ich sagen. Okay. Der Pancake ist ein Verrückter, habe ich ja schon mal gesagt, oder? Aha. Das hätte ich jetzt so nicht vermutet, aber. Doch. Manchmal mache ich so Sachen. Na, jetzt ist langsam eng. Ja, könnte ich. Ja, haut's hundertprozentig auf hin. Haut's hundertprozentig hin. L plus, 4 plus. Nein. Boah, jetzt.
Ja, ich sehe, du wagst nicht nur Risiko, sondern auch. Ja, ein bisschen was muss ich schon manchmal machen, das ist einfach so. Ja, das wäre so unfair, wenn das klappt. Nein, guter Trainerskill. Wenn es klappt, ist es Zeit aufpassen. Ich weiß. Ah. Nee, klappt nicht. Klappt nicht. Und K.O. Du bist. Ja, schade, das. Nee, 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 nee. Wenn das klappt, ist verrückt. Wenn das klappt, ist verrückt. Es ist jeweils auf die 4 durch. Aber so ist es halt. Diese eine Fähigkeit ist aber echt krass. Die hatte ich so null auf dem Schirm. Dieser Aura-Bereich, dass man dann da zum Beispiel nicht so gut passen kann und so Zeug. Das ist interessant. Ja, jetzt haben sie Bock. Jetzt haben Ja, sie Bock. ich muss ja die Statistik wieder so bitte, ne? Wen Also. haben wir denn hier? Paolo Pizza. Was ist das? Das ist ein Neck Injury. Ja. So. Gehen wir jetzt auf Nummer sicher? Auf keinen Fall. Ja, genau. Ja, sehr schön. Der Marcelo, der steht da, der will da weitermachen. 6 1 1 2 3 4 5 6 7 Das folgt auf die 6, korrekt. Das ist jetzt, wie macht man das? Immer geradeaus runter. Da sind ja auch noch ein paar andere Sachen dabei. Ja. Was eine Halbzeitansprache. Boah, ja. Jetzt wäre mal Zeit gewesen für so einen schönen Triple, ist geil, ja? So. Naja, komm, jetzt verlangst du aber doch ein bisschen zu viel. Also ich mache schon viel Spaßspiel, aber irgendwo ist jetzt mal vorbei, ne? Also das kannst du jetzt nicht von mir erwarten. Also. Aber damit hätte er die Krönung geschafft, ne? Ich meine, die anderen haben nur Double Skull und er kann sogar mit Triple. Der schafft sogar noch einen Triple Skull, genau. Ich bin mal ganz kurz eine Sekunde in der Küche ein Bierchen holen. Drück ruhig weg, also Also, beziehungsweise du hast eh bloß deine paar Sekunden. Ich bin gleich wieder da. du kannst auch Pause drücken. Ja, egal. Ja, nee, ich bin fix. Der Kühlschrank ist nicht weit. Ha. Okay. Da bin ich plötzlich allein mit mir selbst. Ah, er hat jetzt gerade Angst gehabt, also ist da nichts passiert.
Schauen wir mal, ob wir hier mal mit den One Dice noch irgendwas hinbekommen. Außer ein Schubsen vielleicht, das wäre ganz nett. Aber immerhin habe ich den mal kurz frei bekommen. Wird aber sofort wieder von ihm zugestellt. War eine riskante Nummer, hätte ich auch direkt durchlaufen müssen. Ne? Zum Beispiel hier runter an die Touchdown-Zone 50-50% durch, steht 1:1. Mein Problem ist, warum habe ich mich so genötigt gefühlt, hier so riskant zu spielen, ist folgendes. Seine Kampfkraft ist ein Problem bei den Spielern, die bei mir raus sind. Das war ein bisschen gefährlich. Und wenn ich ihn besiegen will, ja, wenn ich ihn besiegen will, dann muss ich halt, ja, genau, Danke-Spiel. Auch versuchen, einen Touchdown noch zu bekommen, um die letzten vier Runden zu nutzen, um noch vielleicht ein 2:1 hinzubekommen. Jetzt heißt es natürlich, versuchen nochmal einen Ball zu kommen, Ausgleich zu kriegen, schauen wir mal. Er bewegt sich. Bist du zurück? Wieso bewegt er sich automatisch? Ich drück mal kurz. Wieso hat er... Ich drück mal kurz Pause. Sonst, ja. Ja, jetzt bist du wieder da? Ja, ich hatte kurz mal Miff gemacht und... Entschuldigung. Ich habe einfach weitergespielt, aber aus Macht der Gewohnheit und ja. Ist richtig, ja, so muss sein. Nee. Also, ne, du hast schon gesagt, ich will mir was zu trinken holen, ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe gesagt, der Kühlschrank ist gleich ums Eck, also. Das ist praktisch. Ginifix, hier wird ja richtig geprügelt. Ich grüße dich, guten Abend, Ginifix. Schön, dass du einschaltest. Ja, hier wird schon richtig geprügelt. Aua. Immer eher. Man, jetzt hat er so ein tolles Spiel gemacht. Du machst jetzt deinen ganzen Glanz kaputt damit, ja? Ach ja. Nee, das ist nicht so. Ich habe gehört, dieser rote Würfel, dieser ist ganz cool da, dieser rote. Den musst du nehmen. Warte mal, ich habe ja hier eigentlich schon. Was? Also das ist jetzt unfreundlich wieder. Ach so? Mhm. Ich dachte, das gehört sich so in guten Blood Bowl-Kreisen. Ja, guck mal, Da sieht man aber mal, dass ich wieder dazulernen muss. Ja, mal. Entspannt. Ganz entspannt zum 2:0. Warte mal, da kann man sogar noch hier ein bisschen. Hier unten also, zum Ach so, was du nicht mitbekommen hast. Ich hatte einen Pau gehabt gegen einen deiner Rotter und der andere hat als Blocker erstmal einen Skull gewürfelt und hat sich hingelegt. Ach so, okay. Nur für dich zur Info, das waren die zwei Moves, die du verpasst hast. Badly hurt. Macht das irgendwas oder ist er dann beim nächsten Mal wieder dabei? Nein, das nächste Mal mit dabei. Das ist das Beste. Das ist das Beste von den Verletzungen. Okay, alles klar. Ja, da bin ich ganz durchgestiegen und nicht so, ne? Ja. Damit die Battle hört und dadurch, dass die Symbole auch geändert haben, ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze noch zu vollziehen. Die Symboländerung, da kann ich mich jetzt nicht rausreden. Aber ich hatte, wie gesagt, bei meinen Verletzungen habe ich jetzt zweimal Glück gehabt, also waren bei beiden nur Battle hört und du hast der eine Blitzer zum Beispiel ist lediert, der verpasst auch das nächste. Der hat zwar keine langfristigen, aber ist im nächsten Spiel auch nicht dabei. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist okay. Das ist okay, das kann ich akzeptieren. Ne? Ohne Rerolls weichen die auf einmal aus wie die Könige. Ja, das musst du bei denen so machen, weil sonst haben die da... Du musst denen immer Druck machen. Genau. Weißt ja, zweimal Double Skull. Musst du halt einfach würfeln können, ne, in der Linie. Das musst du einfach so, ne? Jeder zweite so Würfel, Double Skull, das muss man einfach erstmal machen. Ja? Kann auch nicht jeder, ne? Das gehört auch noch dazu. Jetzt stehen meine zwei Vollschlanken da unten alleine rum. Also. Ja, passiert. Ja, jetzt ist das Problem. Stehst da auf, fliegst raus. Nee, der bleibt liegen erstmal. Der bleibt, glaube ich, erstmal einfach liegen. Wenn ich aufstehe, ja, ich denke einfach, dass er liegen bleiben muss. Ich glaube nicht, dass ich ihn hinstellen möchte.
Giovanni träumt jetzt vom Eis und Gutes. Man muss es auch mal, man muss auch mal 5 gerade sein lassen, ne? Das sind einfach so Punkte. Hier war natürlich jetzt nicht so günstig, dass du den weggeschoben hast. Das stimmt, hast recht. Hätte ich nicht machen dürfen. Punkt. Dumm, dumm, die dumm, die dumm. Plan war ja auch ein Pow oder ein Push-Pow. Ja, Aber auf jeden Fall. Das ist kann halt natürlich, das läuft halt natürlich zu der Wahrscheinlichkeit schief, zu der es eben schief läuft, so zu 67%. jetzt ist die Frage der Fragen. Glück gehabt, den Oger wollte Suaron bestimmt surfen. Das finde ich eine Unterstellung, Genifix. Die Das würde ist ich nie tun. nicht, das ist nicht beweisbar. Der würde auf keinen Fall gezielt schon das ganze Spiel versuchen, meinen Oger rauszuhauen. Aber ich möchte dir was zeigen, Genifix. Guck mal, was da liegt und schläft. Ja? Vielleicht ist er ein bisschen angepisst. Diesbezüglich. Ich habe meinen in Anführungszeichen Bestes gegeben, hab ein paar Highlights gehabt in dem Spiel. Die Suaron die Nackenhaare aufgestellt haben. Auf jeden Fall. Direkt intern. Boah, relativ früh. Vier, Naja. ne? Oder wir? Ja. Ja, auch. Also ich habe nicht geglänzt in der Partie, ne? Sagen wir mal so. Ich war jetzt nicht die Krönung. Eher eine Dröhnung. Was haben wir denn? Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ein 1-0 reicht ja erstmal auch, ne? Könnte man jetzt annehmen, rein Ja, theoretisch. nein, hallo, also ich bin ja gerade von einem 4-0 gekommen, das ist natürlich das. Ja, gegen einen Spieler mit einem ganz anderen Niveau. Genau, oder wie war das, was man sich ins Gesicht schmiert? Ja, genau. Genau das. So crème fatale. Schön Genau. Mineralöl, lecker. Ah, geht doch nichts. Die Ölindustrie anzukurbeln, genau. Feini. Ach, ich will eigentlich solche Dollbohrer-Nummern nicht mehr machen. Ja, bleib liegen. Bleib einfach liegen, ey. Was soll das? Ah, zum Beispiel bei Nurgle ist es schön, du brauchst dir keine Gedanken über einen Apotheker machen. Ja, ja, ich finde es am Anfang, also für Spieler, die neu sind, finde ich es halt mega schwierig. Boah, der Bock. Und er hat so richtig Bock. Hallo, geht ja wohl gar nicht. Doch, geht. Ich tu hier friedlich ein bisschen übers Feld schieben und du das so brutal zuschlagen. Ich bin entsetzt. Als ob ich dir irgendwas getan habe, ja. Nee, jetzt ist aber auch mal, ja, also. Irgendwo ist auch mal gut, ja. Nein, auf keinen Fall. Nicht, wenn du gegen mich spielst. Das musst du doch langsam wissen. Bis Ja. zum bitteren Ende, ne? Ja, Ja. oder? Also ganz kurz in deinem Zug noch erklärt. Will ich es noch machen, bevor es nachher vergesse? Der eine Zug, wo ich zur Grundlinie runterlaufen kann, wo du zu mir gesagt hast, Achtung, guck auf deine Zeit. Ne? Ich habe mich nur dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, dass sich das Kampfkraftblatt gegen mich wendet und ich dieses 1 zu 1 erzwingen wollte und ich drauf geschissen Wollte. haben für ein 2 zu 0, weil das 2 zu 0 kam aus meiner Sicht eh, wenn ich weiter auf sicher gespielt hätte. Nur ganz kurz erklärt, du kannst hinterher sagen, Bencake, Blödsinn, hättest du so und so machen können. Nur mal kurze Erklärung, warum ich da nach dem 0-1 am Okay. Anfang meiner Runde mich gezwungen, genötigt gefühlt habe, so zu spielen. Ja, okay. So, guck mal, da kriegt auch eins zum Spielen. Nein, böse, geh weg. Giovanni möchte kein Melanom. Gucken wir mal, wie macht man das jetzt? Aggressives Dodges, sowas kann man mit Skaven schon machen. Pancakes Skaven sehen nur komisch aus. Ja, ich komm, ich muss halt auch zum Ball, ne, Ginifix. Und ich, ne, wenn jetzt mein Blocker mit 50% den Ball halt in der Hand hält, ne, hat er ihn halt in der Hand, ne?
trennen Blocker vom Ball. Ne? Das ist halt einfach so ein bisschen, ne? Geht mal halt hin. Was habe ich jetzt zu verlieren? Großartig noch. Keine Kritik. Ja, ist schon klar. Ich möchte es aber trotzdem begründen. Ich möchte gerne mit euch drüber quatschen. Ja? Man darf mir auch gerne links und rechts verbal die Fräse, ne, polieren. Einfach mal gesagt, das ist Blödsinn, was du da machst. Pancake, weil nur so lernt man draus. Und ich mache viel Blödsinn in den Spielen. Ich werde auch noch ganz viel Blödsinn machen. Mich ärgert es immer noch, dass in der ersten Runde mein Wurf mit dem Halbling auf seinen Ballträger nicht geklappt hat, weil mein Ogre blöd war. Da hatte ich Chancen gehabt oder hatte ich mir auch Chancen ausgerechnet, aber naja. Da war eine Lücke da. Aber der Ogre sagte, nein, erste Eins im Spiel. Tja. Tja. Was soll ich denn machen? Ja, muss ich. Muss ich, sonst ist es passiert. Und du? Kannst du, willst du, hast du Bock? Müsste auch, ne? Ja, musst du auch. Musst du sogar dodgen, ne? Also, Nochmal. ich wollte bloß mal anmerken, also allein statistisch muss jetzt mal ein Ausweichenwurf fehlgehen. Also, ne, das waren ja jetzt schon mindestens. Und schon wieder. Ah ja, ist fehlgegangen, hat es aber. Ja, aber der hat, das muss ich jetzt zu sagen, ich darf hier rerollen, sonst hätte ich den jetzt nicht am Das war. Anfang genommen. Ja. Bevor man Alles mich richtig gleich gemacht. ganz als wahnsinnig verschreit, also ein bisschen, ne? Also schon wahnsinnig, aber nicht so wahnsinnig. Hast du aber den zugestellt, der vielleicht blitzen sollte, oder nicht? Nee, nee. Oder Werfer, nee, willst du den Ball aufnehmen? Jetzt passiert's mit deiner Da. Statistik. Gott sei Ja. Dank hörst du auf mich. Ach, bin ich froh. Ja, einmal muss ich auf dich hören. So, egal, 2 zu 0. Hey, was soll's? Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Wie schlimm hat's meine Mannschaft getroffen? Einer fällt ein Spiel aus, aber sonst geht's eigentlich. Wer macht den Touchdown hier? Leukämie. Schreib schon mal auf. Ja, es könnte ja noch an, mal sehen, Nee, drei. nee, komm schon. Zuaron, da muss Naffel richtig dich hassen. Aber so richtig jetzt. Nee, tu da nicht. Oder nicht? Ich habe auch noch Block. Naja. Kannst du gemütlich machen. Mensch, war ich aufgeregt. Mensch, hat das Spaß gemacht, das Spiel. Ich, tja, tja, Mal sehen, Mensch. wenn der Kleine wiederkommt, vielleicht kannst du ja sogar noch mal einen Wurf ansetzen. Ja, das wäre ganz schön, oder? Was meinst du? Doch, vielleicht machen wir das nochmal. Aber GZ erstmal verdient, Jo, danke. ne? Also, ne? Hallo. Gott, ist das heiß, wenn der da tanzt, der Typ. Eins, er bleibt liegen. Oh, er steht auf. Boah, fantastisch, siehst du? Ja, schauen wir mal, was ich Oh, mache. was habe ich denn jetzt? Hier müssen die Rotte ausgegangen für die Laien. Ja. Was stellen wir da Die hin habe ich jetzt? ausgerottert. Ich meine, etwas, was du konntest, Pancake, zuschlagen. Wow, du bist echt beeindruckend. Jetzt muss ich ja hier, warte mal, der hat als Level ab. Oh, jetzt habe ich schon drei geskillte Pestigos. 6, und dann muss der doch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder laufen eigentlich, ne? Könnte er schaffen, aber puh. Wollen wir das riskieren? Wollen wir es riskieren? Wollen wir einen Halbling One-Touchdown sehen? Was sagst du? Wollen wir das wirklich bringen, Suharon? Was? Ja, Oder? klar. Bringen wir es einfach fürs Publikum. Ja, aber auf jeden Fall. Oh, na gut, wenn du das sagst. Wieso ist mir jetzt Ich meine, gerade. Hä? acht Was? Bewegungen, wie gesagt, also mit dem Fänger und mitschieben wird schwierig, weil dir auch die Spielermittel fehlen. Nee, das schaffe ich nicht.
Komm, ich habe schon unwahrscheinliche Sachen gemacht, es reicht jetzt. Also irgendwo ist Schluss mit so einem Blödsinn. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und so Zeuggelaber. Es ist die einzige Möglichkeit, also jetzt rein theopraktisch, diesen Touchdown zu machen. Anders kann ich es nicht sagen. Also nur, wenn das klappt, dann. Also. Du musst halt definitiv dran denken, ne? Du musst dem Halbling den Ball übergeben. Weil der Wurf, du kannst einmal werfen, ob du den Ball wirfst oder den Halbling, aber das ist ein Wurf. Wenn du gerade verstehst, was ich meine. Ich verstehe, Also. was du meinst. Boah, vielen Dank. Das stimmt, das gilt als Pass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Weil den Fehler habe ich auch schon mal gemacht, habe dann den Ball zugepasst und habe mich dann gewundert, wieso kann der jetzt auf einmal den Lane werfen. Das ist halt, du darfst einmal pro Spiel werfen, was du wirfst, ob Ball oder Halbling oder irgendwas anderes, Knoblauch, egal. Das war jetzt gerade mal mega useful, mein Freund. Also mal ganz ernsthaft, weil ich glaube, da werden viele drüber gestolpert oder ich wäre es auch. Punkt. Jetzt fliegt er so ganz links nach hinten oder so. Nee, tut er nicht. Extra Turn haben wir bekommen. Was wie die Will das Sauerei. Spiel, will das. Schiebung, Das Schiebung. ist definitiv Schiebung. Jetzt. Ja, nee, ja, deine Chance. Ja, das ist jetzt, das ist wirklich Schiebung jetzt. Ist natürlich scheiße, dass du jetzt nicht ganz so gut dafür aufgebaut hast, aber trotzdem, die Seite ist ja relativ. Aber die Fänger stehen hinten. Naja. Soll ich da was Muss. sagen? Es wird jetzt einfach klappen, verstehst du? Es wird jetzt Ja. einfach klappen. Na, genau, das wäre jetzt die Nummer. Damit hättest du jetzt alles verkackt, Ben Cage. Ja, du hast Block, also, ne? Da muss man einfach mal auf seine Würfel. Wobei, ich ja. Nee, nee, kann ich nicht sagen. Ach komm. Ach komm, es steht 2-0. Es ist wurscht, egal. Was erwarte ich denn? Komm, komm. Auf geht's. Komm. Was war das? Das ist passen. Das ist jetzt Hand-Off Activation. Genau, mach jetzt keinen. Genau. Dann, jetzt machen wir erstmal so. Nuffle, du bist geil. Nuffle, du bist und bleibst einfach der beste Gott. Oh, fein. Ja. So, jetzt kann der den 1, 2, 3, 4, 5. Sechs Felder werfen. Aber warte mal, was passiert hier gerade? Ich habe den Ogre ausgewählt. Und Und dann Pass-Action. ja, ich müsste eigentlich jetzt. Wieso kann der den weiterwerfen? Ah nee, kann er nicht. Nochmal alles zurückmachen. Nochmal einen anderen Spieler. Gerade wieder nicht. Oh, pass auf die Zeit auf. So, jetzt haben wir's. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Ja, und jetzt go. Throw Teammate. Nicht essen. Kopf. Der hat sich dabei verletzt, oder? Lidiard verpasst das nächste Spiel. Oder? Nein! Und oh Gott, der dachte sich mal, warum hast du einen Schleimball gegeben, ne? Och, komm schon. Och, das wäre so witzig gewesen. Ja. Schade. Verpasst mein Pino das Oh, nächste Match? okay. Das habe ich jetzt nicht gewollt. Das war's selber. Das habe ich nicht gewollt. Ja, Ja, warte, bringt. nee, warte mal, hat er Kann ich noch deswegen einen nichts Touchdown? Nee, gegeben? kann ich nicht mehr. Geht nicht. Nee, geht nicht. Nee, lediert passt, ist wie Battle hört, dann ist das nächste Mal dabei. Ich danke dir für die Info. Kriege ich noch mal einen von deinen Dicken raus? Weiß ich nicht. Schwer verwundet, lediert, wieso steht da? Nee, lediert, warte mal. Könnte der Schiri uns noch mal eine Runde geben? Rein theoretisch. Nicht, Nee. dass. Das. Okay. Nee. Aber warte mal, es gibt Badly Hurt und es gibt Lediert. Also muss ja einen Unterschied geben. Warte mal, da bin ich mir gerade jetzt nicht sicher, ob Lediert doch Missing Mix Game ist. Jetzt werden wir dann noch sehen. Wenn wir danach sehen. Hast recht. Ich mache jetzt noch irgendwas Blödes und dann ist gut. Na, Ogre hat Level Up, also da würde ich jetzt nicht unbedingt blitzen, um dann mit Double Skull direkt zu sterben. Es sei denn, ich verändere die Situation und führe kein Double Skull rein, sondern ne, besser. Oh, ja. Ach, ach komm jetzt. Jetzt sei mal, weißt du, ich finde irgendwie, ihr erfahrenen Spieler, ihr seid alle so feige. Ihr seid so, ach ja, nee, kann man nicht ja. machen.
Ja, aber weil wir das alles schon erlebt haben. Ja, das passiert schon nicht. Ich weiß, du hast Ja, völlig recht. zumindest eins kann. Ja. Ich hast völlig recht. Ich bin hier in der League of Cakes und ich muss dir einen deiner Bloder K.O. schlagen. Einfach, weil ich da Bock drauf habe. So. Genau. So. Dann hast du noch eine Runde. Fröhlich, aber bestimmt. Und ganz wichtig, denk dran, ne? Turn 16 Foul. Das ist das A und O im Blood Bowl. Da hast du recht. Weil nämlich, wenn du in Turn 16 deinen Gegner nicht foulst, hast du keinen Respekt vor deinem Gegner. Findest Das ist, du? ja, auf jeden Fall, weil du foulst ja nur ein Team, wo du Angst davor hast. Dann hätte ich Und dich ja wenn du dann, faulen müssen. ja, na, auf jeden Fall. Und wenn du dann nicht foulst, heißt es ja, dass das Team es nicht wert ist, gefoult zu werden. Das, gut, dass mir das einer sagt. Ja, das ist das oberste Gebot überhaupt. Ja, okay, im Ligabetrieb würde ich mal sagen, mag das nicht so gerne gesehen werden, aber. Weil da interpretieren viele, dass sie halt sagen hier, ja, und du willst ja auch, dass dein Gegner dann die anderen Gegner schädigt, aber ich finde halt so ein Respekttritt ist schon das A und O. Ja, okay, dann in Zukunft, das merke ich mir. Aber wenn ich diese kulturellen Gegebenheiten nicht beigebracht bekomme, woher soll ich sie denn kennen? Ja, Ja? deshalb bin ich ja da, um dir das nötige Wissen direkt zu übermitteln. Ich habe auch aus diesem Spiel sehr viel wieder mitgenommen und gelernt, auch bei allem Spaß. Und Genifix möchte ergänzen, der richtige Begriff ist risikoavers. Ach so, Ja. okay. Glaube ihm Okay, nicht, jetzt. schreit Genifix. Guck mal, Hier okay. wird nicht gefault. Ja, ich erinnere dich an deine Saison Schwarzorks bei mir in der Liange of Cakes. Hier wird nicht gefault. Guck mal, ich Ja. nehme auch nicht den Blitzer, sondern nur Ja. den Lineman. Ich glaube, er will nur rechtfertigen, dass er den jetzt gleich fault. Oh ja. Was? Nein. Um direkt den Respekt zu zollen. Guck mal. Danke, das finde ich, glaube ich, gut. Ne? Ist Fantastisch. ja nichts passiert, komm. Ja, eben. Vor allen Dingen ist eins passiert, 2 zu 0, zweiter Sieg für dich und herzlichen Glückwunsch. Ich danke. Guck mal, und weil Herpes persönlich direkt in Turn 2 rausgegangen ist, ist er auch noch ja, Player. Das sind wichtige Punkte. Das gibt's Ja. alles nicht. Das sind wichtige Punkte, mein lieber Mann. Big Eyes, ja. Oh, Enrico hat ein Level Up. Hier, guck mal, ein Level Up, 4 SSP. Wow, ich habe eine 4 gewürfelt. Ich habe 120.000. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Jetzt muss ich aber auch mal meine sogenannten SPP anschauen. Wow, du hast aber schon gut ge gearbeitet hier, muss man schon sagen. Das war wieder ein sehr, ja, ereignisreiches Match. Boah. Das sah am Anfang gar nicht so danach aus. Das war alles dann Halbzeit 2, wo dann drei nach dann die Leute hier wahrscheinlich auch wegen der Hitze und so oder wollten raus einfach. Ja, Draußen. bei allem Spaß. Also für mich war es wirklich so, ich habe mir gesagt, okay, du kannst jetzt du spielst jetzt Käfig, gehst auf Nummer sicher, versuchst es jetzt so und so viele Runden, dann machst du irgendwann ein 1-1. So. Was aber dann passiert, meiner Meinung nach, war aufgrund der Kampfstärke von deiner Mannschaft und meiner Mannschaft, war es halt wirklich so, dass es anfängt zu. Der Anfang war da, dass es kippt. Ja? Und es gab halt diese eine, in Anführungszeichen, verrückte, wenn auch nicht schöne Lücke mit auf die 4, auf die 4. Ja, Okay. ja, Jetzt ja. sagt man natürlich, klar, das ist unwahrscheinlich, Ben Cake. Das kannst du nicht machen, ja, das ist doch bescheuert. Auf der anderen Seite klappt es stets 1-1. So, du kriegst wieder einen Ball, jetzt wird's schwierig. Ja? Wenn ich aber da bleibe und spiele meine angebliche sichere Nummer, meiner Meinung, meiner Einschätzung nach, ja, dann passiert Folgendes. Ich habe den Ball noch 2, 3 Runden, verliere aber viele Spieler in dem Kampf und es steht dann trotzdem 2 zu 0, ohne dass ich noch eine Chance gehabt hätte. Klar, man könnte jetzt sagen, vom Positioning, das hätte ich so und so machen können, habe ich aber nicht. Ja? Und sag mal so, da war halt schon eine Wahrscheinlichkeit da, im Anführungszeichen, dass er halt jetzt da durchläuft. Oder noch den Pass wirft und er irgendwie da ankommt und dass es dann klappt, aber naja, sei es drum, ist halt nicht so gekommen, ja. Das war einfach mein Hintergedanke an dieser einen Szenerie, sag ich mal, ne? Ist auch richtig, hätte ich vermutlich auch so gemacht, weil du musst ja rechnen, ich hatte ja auch mit den drei starke Vierern, kann ich dir ja auch, würde ich mal sagen, problemlos einiges noch zustellen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da schon sowieso in Überzahl war. Da blieb ja nichts anderes übrig. Und von der Seite zum Beispiel bist du ja auch super mit 2,5 weggekommen. Hätte ja auch hier klappen können, ne? Aber wie gesagt, hätte da. Ja, hast du recht.
Hast du recht. Den Respekt kann er behalten, hat übrigens Chinifix noch geschrieben. Ja, Chinifix kriege ich auch. Warte mal, nächste Saison spielen wir nicht in einer Liga? Ach, das ist mit meinem Chaos in DBBL. Ja, mal gucken. Also, Askir freut sich schon. Den habe ich ja auch in meiner Liga, da 1-1 mit dabei. Und ja, in Blood Bowl 2 noch und dann schauen wir mal. Richtig, da sieht man mal, wie krass unterschiedlich diese Spiele laufen können. Ich meine, ne, 4-0 Eingang in die League of Cakes, das beste Ergebnis erzielt bisher in meinen Caker-Ligen. Ja, also muss man ganz klar sagen, so hoch hat noch keiner gewonnen. Und Askir ist jetzt auch keine Laufkundschaft zum Beispiel. Ne? Das ist mal, Ja. das muss man einfach mal sagen. Ja. Und das fehlt mir halt hier noch an Blood Bowl 3. Also das müssen sie mit reinnehmen, ansonsten werde ich das direkt deinstallieren und disliken bei Steam Replays. Ja. Das ist das, was ich in Blood Bowl 2 wirklich mal exzessiv gemacht habe. Replays angucken von dem nächsten Gegner, das letzte Spiel angucken. Und ich war vor ein paar Jahren auch so verrückt, ich habe mir alle Spiele angeguckt aus meiner Liga. Also wirklich jedes und mal nachgeschaut, um halt da zu schauen, was haben sie gemacht. Gerade hier das mit dem Freischieben zum Beispiel, wo du zwei an den Ballträger angeschoben hast, wäre ja so erstmal schwierig gewesen, den überhaupt freizukriegen oder mit Dodge wäre ein Risiko gewesen. Und so einfach noch die Lücke zugestellt und dann mit Power den Ballträger wegschieben, dass du halt den Dodge machen musst. Das habe ich mir halt irgendwann alles mal bei anderen abgeschaut. Also, ne, Ja, das das sind war halt. clever von dir. Also das war für mich dafür allein das war so für mich. Nee, sorry, war ein ganz toller, ganz clever. Habe ich auch laut gerufen, als ich das gesehen habe, was du da gemacht hast, weil ich habe das ja nicht mal so auf dem Schirm. Das ist dir auch klar, logisch, ja, dass ich das nicht auf dem Schirm haben kann nach der bisschen Erfahrung, wo ich halt gespielt habe, ne? Und ich sehe die Nummer und denke natürlich so mein Gehirn so Boom. Ja, klar, natürlich. Und dann schiebst du den frei, ohne dass du da irgendwie wegdodgen musst, ja? Und ich denke so, Scheiße, warum musst du denn Suaron in der Liga haben, ja? Ja, aber ich meine, wie gesagt, das Leben kann, aber es gibt ja trotzdem immer irgendwie einen Arschtritt. Das ist halt so. Das ist richtig, aber manchmal ist es nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, ich muss ja sagen, ich bin in der verrückten Phase. Also ich gucke zurzeit alles, was meine Leute so aus den Caker-Ligen hochladen. Das gucke ich mir an. Und ich gucke mir auch zum Beispiel beim Genifix auf dem Kanal die Videos an, die er so hochlädt und was sonst so irgendwie auftaucht. Aber irgendwann geht halt die Zeit auch drauf. Aber ich gebe dir recht, dass die Wiederholungen anzuschauen sind. Oder dass du irgendwo in einer gewissen Runde irgendwas nachguckst und vor- oder zurückgehst. Da kann man ja auch mal Sachen erklären. Also ich meine, du hast auf einmal diesen Ligabetrieb, wo die Leute kennenlernst, wo diese Mannschaften, die du siehst, wie sie sich entwickeln, was passiert, voll geil. Aber man kann sich dann auch zum Beispiel austauschen und einen neuen Spieler mal an die Brust nehmen und sagen, guck mal, das war nicht so gut, weil jetzt, ohne ihm die höhere Mathematik zu erklären, aber sie könnten mal wenigstens auf so kleine Fehler mal hindeuten. Weil das nimmt mir als Spieler, als neuer Spieler, schon ein bisschen die Spielfreude, weil. Ja, ich kann mir ja eigentlich einzelne Szenen nicht mehr angucken. Ich muss mir dieses ganze Spiel immer. Also, ich muss es schon persönlich aufnehmen, um es anzugucken. Das ist schade. Habe ich jetzt lang aufgeholt. Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch das Schöne bei Blood Bowl, die Spieler müssen halt so abkönnen. Oder es ist ja nicht mal Kritik, es ist ja auch noch der Hinweis auf Fehler, ne? Und das ist aber halt das, wer das nervlich halt nicht aushält, würde man sagen, geht noch eine gewisse Zeit. Und da ist ja, würde ich mal sagen, gerade in Ligen, die jetzt schon ewig laufen, wie gesagt, DBBL läuft ja auch schon seit, keine Ahnung, wie viel, 6, 7, 8 Jahren oder so, da hast du dann Urgesteine wie Courage oder solche, die schon ewig mit dabei sind, wo du dann wirklich merkst, du hast da so eine gewisse Grundentspanntheit. Und wenn halt ein Spiel scheiße läuft, dann kommt trotzdem noch Kratz dazu und alles und ohne Aufregung. Das gehört halt einfach mit dazu. Und du musst wirklich mal zwei, drei Spiele einfach nur mal richtig schön aufs Maul kriegen. Und das ist Blood Bowl. Und da kannst du gut sein, wie du willst. Die Spiele werden kommen und das musst du abkönnen. Und dann bildet sich halt ein richtig schöner Kern und da macht es halt richtig Spaß, auch miteinander zu spielen. Und da finde ich aber halt, ist auch Discord wichtig, um halt sich auszutauschen, weil Chat ist immer unpersönlich. Du schreibst was, du meinst es vielleicht ein bisschen sarkastisch, eigentlich freundlich, aber Chat kommt immer kalt rüber. Immer. Deshalb hasse ich das, ja, das ist halt immer so. Oder vielleicht sind wir Menschen auch so, dass wir dann immer alles erstmal negativ interpretieren, ne? Aber deshalb finde ich halt so, wenn man sich nebenbei ein bisschen mit unterhält. Wobei halt hier die Zeit, ne, hast du ja selber gemerkt, da hast du ein arges Problem. Wobei du vielleicht auch nebenbei noch bitte was machst, aber da musst du definitiv gucken.
Ja, das ist schon klar. Also für mich als neuerer Spieler, da kann ich nicht irgendwas nebenher machen. Das wäre völlig krass. Ich kann nicht in ein Spiel reingehen und so vermessen nebenher irgendwas datteln, wenn ich gegen Suaron spiele. Also man hat es ja auch gemerkt in der Zeit, dass ich es wenigstens versucht habe, ernst zu nehmen. Und ich muss halt für so Gedenkprozesse und auch den nächsten Zug von dir so ein bisschen voran so vorzurechnen, brauche ich ein bisschen mehr Zeit als du. Klar, habe ich jetzt 2:0 verloren. Ich bin zufrieden. Hey, okay, ich hab mir Mühe gegeben. Klappt der eine Wurf auf deinen Ballträger, wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Ja, ich weiß, hätte Fahrradkette, dodge ich da durch, komme ich auch vielleicht nochmal zum Touchdown. Ganz so schlecht bin ich nach all der Zeit jetzt nicht mehr, ja. Und ich weiß, dass da ein paar Züge von mir dabei waren, die waren schon sehr, sehr risikofreudig. Aber nicht mehr das, was ich früher gespielt habe, ne? Das ist, kann man einfach nicht, kann man nicht vergleichen. Ja, auch wenn Ginifix Makaber ja auch geschrieben hat, oh, das sind aber, ja, Skaven in außergewöhnlicher Tarnung, ja. Aber ja, das ist ja das, und da gebe ich dir recht, wenn die Leute hier nicht kritikfähig sind und man mit sachlicher Kritik nicht umgehen kann, dann ist man im Spiel absolut verkehrt. Dass man Spieler über Double Skull schreit, ja, wenn ich vergesse die Saison von Dekadenz einfach nicht aus der ersten Saison. Also es ist, also Entschuldigung, das ist wirklich, also da wären Tische schon rausgeflogen, wenn das am Brett passiert wäre, ja. Der hätte nie wieder einen Würfel angefasst, der arme Kerl, ja. Und trotzdem ist der sympathisch, der spielt weiter und sagt, oh jo. Genau. Nur. Das ist halt das, wo ich halt auch sage, viele spielen Spiele, um sich abzureagieren. Blood Bowl ist definitiv kein Spiel dafür. Das ist wirklich was, wo man entspannt rangehen muss. Und dann macht es auch Spaß, weil man dann eben über Kleinigkeiten, wenn man stolpert, halt drüber hinwegsehen kann. Und irgendwann kommen dann wieder die Spiele, wo du sagst, genau das war es wert. Ja. Das ist richtig. Und das ist auch so. Und diese Erfahrung macht man auch. Und dann kommt es noch darauf an, wen man da als Gegenspieler hat. Und dann macht es vielleicht nochmal viel mehr Spaß. Okay, dann pass mal auf. Ich unterbreche das, weil wir sonst noch stundenlang wahrscheinlich hier im Stream auch quatschen können. Du bleibst mir noch aber wieder dran. Definitiv, Suoran, noch einen kleinen Moment. Ich möchte mich bei den Zuschauern bedanken fürs genau das, fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, dann sage ich euch auch, was ich gescrillt und gelevelt habe und so. Das habe ich übrigens diesmal vergessen, aber nobody hurts. Ciao, ciao.